Do you like our owl? It's artificial. Of course it is. Must be expensive. Very. Hallo, heute geht es um die Convolution Neural Networks, die berühmten CNNs. Und anders als das Intro das vielleicht vermuten lässt, es geht hier um das Thema Richtung künstliche Intelligenz. Denn die CNNs waren tatsächlich die ersten künstlichen neuronalen Netze, die vielleicht diese Bezeichnung oder diesen Namen verdienen. Es waren die ersten neuronalen Netze, mit denen tatsächlich im großen Stil Aufgaben gelöst werden konnten, die mit keiner anderen Methode vorher lösbar waren. Bevor es die CNNs gab, gab es natürlich schon lange künstliche neuronale Netze und die haben auch vorher schon funktioniert. Das Problem war nur immer, dass es immer für die Lösungen, die man mit neuronalen Netzen machen konnte, immer auch andere Möglichkeiten gab. Also man konnte alles, was man mit neuronalen Netzen machen konnte, eben auch mit anderen Technologien schaffen, sodass es eigentlich nie eine Notwendigkeit gab, künstliche neuronale Netze zu verwenden. Erst die CNNs haben zum ersten Mal Dinge gemacht, die sonst mit keiner anderen Technologie möglich sind. Und warum das so ist, das werden Sie nachher hoffentlich verstehen und wie das funktioniert, vor allem auch. Also, los geht's. Dann beginnen wir mal mit den CNNs. Was ist ein CNN? Ein CNN ist ein Convolutional Neural Network und ich möchte Ihnen heute erklären, wie das funktioniert. Diese Geschichte habe ich Ihnen vermutlich vielleicht schon mal erzählt. Ja, weil es so schön ist, sage ich es hier nochmal. In den 1960er Jahren hat der berühmte, bekannte Marv Minsky seinen Studenten die Aufgabe gegeben, in Bildern, in Fotografien Objekte zu erkennen. Und er hat gemeint, das kann doch so schwer nicht sein. Nun, wir wissen heute, dass das ein relativ schwieriges Problem ist und dass vermutlich keiner von denen tatsächlich die Aufgabe, einen Vogel oder einen Hund oder irgendetwas in einem Bild sicher zu erkennen, damals hat lösen können. Die Geschichte hat auch den Erfinder der XKCD-Comics hier inspiriert, diesen Comic hier sich auszudenken. Ja, schreiben wir eine kleine Software, die erkennt, ob ein Foto in einem Nationalpark aufgenommen wurde, und schreibt mir eine Software, die erkennt, ob auf dem Foto ein Vogel ist. Und die Geschichte ist deshalb eigentlich so interessant, weil das genau zeigt, wie es in der Informatik ja so häufig ist. Es gibt Dinge, die klingen ziemlich kompliziert. Wo ist das Foto aufgenommen? Und da sagen Sie sofort, ja, ist völlig einfach. Ich muss ja nur den GPS-Tag angucken und dann weiß ich, wo das Foto aufgenommen wurde. Das heißt, was ein Mensch nicht ohne weiteres sagen kann, wo ist das Foto aufgenommen, das können Sie als Informatiker problemlos aus dem Ärmel schütteln. Auf der anderen Seite zu sagen, ist da ein Vogel auf dem Bild, das kann jeder Mensch, jedes Kind problemlos, aber schreiben Sie mal eine Software, die sicher erkennt, ob auf einem Foto ein Vogel drauf ist. Das ist gar nicht ganz so leicht. Vielleicht aber doch. Um die Geschichte weiterzutreiben, der XKCD-Comic oder Cartoon wiederum, der hat Flickr motiviert, viele Jahre später, als es eben tatsächlich möglich war, dieses Problem zu lösen, dieses dann auch zu tun. Und es gab eine Zeit lang, so 2014 rum, gab es eine Flickr-App, wo man direkt sein Foto anklicken konnte und sagen konnte, sag mir mal, wo das aufgenommen ist oder sag mir mal, ob das in einem Nationalpark aufgenommen ist und sag mir, ob da ein Vogel drauf ist. Und die App konnte beides beantworten. Ja, die hat sowohl gesagt, ist da ein Vogel drauf oder ist das in einem Nationalpark. Wie haben die das gemacht? Logisch, wenn ich Ihnen die Geschichte hier erzähle, die haben das gemacht mit einem CNN. Ja, das irgendwie so aussieht, das ist die Lösung von Flickr. Sieht ganz einfach aus. Wir werden mal sehen, ob wir sowas auch können. Interessant ist eben, 1960, 1970
war das Problem praktisch nicht lösbar. Man hätte vielleicht sagen können, 25 Jahre Arbeit investieren, dann hast du eine Chance, das hinzubekommen. 20 Jahre später, um die 1990 rum, ja, da war sowas vielleicht lösbar mit viel, viel, viel Arbeit. Ja, da hätte man vielleicht eine Masterarbeit oder vielleicht sogar eine Doktorarbeit draus gemacht, sowas zu machen. Also den Vogel sicher zu erkennen auf einem Foto, denke ich, wäre 1990 in der Größenordnung eine Doktorarbeit gewesen. Wäre aber möglich gewesen oder war möglich, das zu machen, nur eben mit entsprechend großem Aufwand. 2010, also etwa, wo das hier gemacht ist, habe ich mal hingeschrieben, da war das mehrere Tage Arbeit. Da gab es die Technologien schon, die man dazu braucht, um das zu machen. Heute würde ich sagen, maximal eine Stunde Arbeit. Ja, also wenn Sie diese Woche mit der Vorlesung fertig sind oder sagen wir vielleicht sicherheitshalber nächste Woche, dann sollten Sie sich hinsetzen können und nicht länger als eine Stunde brauchen, vielleicht auch nur 10 Minuten, um dieses Problem zu lösen. Also die Technologie gibt es heute und die Technologie heißt Convolutional Neural Network. Das schauen wir uns jetzt an. Wo kommt es her als erstes? Wo kommen die her? Naja, es ist ein künstliches neuronales Netz. Künstliche neuronale Netze sind natürlich irgendwo am Anfang alle biologisch motiviert. Also wir schauen uns mal an. Wir wollen ein Bild erkennen, also unser Auge kann gut Bilder erkennen. Wir schauen uns an, wie macht unser Auge das? Und Sie erinnern sich an das Auge. Ja, im Auge hatten wir die Nervenzellen und die Nervenzellen, die sind zusammengefasst zu Gruppen, man sagt dazu rezeptive Felder. Und diese Gruppen, da unten sehen Sie es, die führen zusammen immer auf eine Nervenzelle und die wiederum sind aber verknüpft hier nach außen zu Zellen, Nervenzellen oder zu rezeptiven Feldern in der Umgebung. Das gibt uns diese laterale Hemmung, die wir ganz am Anfang simuliert haben und uns angeschaut haben. Ja, also wir haben einmal ein rezeptives Feld, das auf ein Neuron geht und dann nebendran andere Neurone, die von der Seite hemmen. So, wenn wir jetzt ein Bilderkennungs künstliches neuronales Netz bauen wollen, dann ist ja die erste Idee natürlich, okay, so müssen wir es machen, oder? Das funktioniert. Also, so müssen wir es machen. Das haben die Leute natürlich auch gemacht. Ja, das ist hier eine Schemazeichnung vom ersten Perzeptron oder von einem der ersten Perzeptrone, die gebaut wurden, um das Jahr 1960 rum. Wie hat Frank Rosenblatt damals das gemacht? Ja, er hat gesagt, okay, wir brauchen rezeptive Felder. Ja, die führen wir hier zusammen auf Einzelleitungen. Das geht auf ein Neuron. Und hinter der Schicht Neurone, da kommt jetzt ein neuronales Netz. Ja, das ist jetzt ein ganz einfaches. Ja, die gehen einfach nur zusammen auf ein Ausgabeneuron. Sie kennen die Perzeptronen mittlerweile. Man könnte hier auch einfach mehrere hinbauen und dann vielleicht mehrere Schichten machen und so weiter. 1960 hat man sowas auch nicht programmiert. 1960 hatten sowas gelötet. Ja, da waren die Eingabefelder hier, waren irgendwelche Fotozellen, die Helligkeit haben sehen können. Die Verbindungen, die Axone, waren Käbelchen. Ja, da sind kleine Käbelchen dran gelötet und die Käbelchen hat man dann wieder an Neurone gelötet und so ein Neuron war dann eben eine Elektronenröhre zum Beispiel oder später ein Transistor. Also das war alles aus Hardware zusammengelötet. Hat funktioniert, aber der wissenschaftliche Fortschritt ist natürlich sehr, sehr langsam. Wenn jede kleine Änderung in der Architektur, die ich hier machen will, mit Löten verbunden ist und mit Drähten verbunden ist, da brauche ich sehr lange, um so ein Netz überhaupt mal aufzubauen. Und wenn ich eine Kleinigkeit ändern will, dann muss ich wieder alles auseinanderreißen und neu zusammenlöten, dann dauert es wieder lange. Also es geht sehr, sehr, sehr langsam alles voran. Aber es hat prinzipiell funktioniert. Ein paar Jahre später, in den späten 1980er Jahren etwa, waren wir weiter. Ja, da gab es die ersten Computer, mit denen man tatsächlich sowas simulieren konnte. Und das ist ein riesiger Durchbruch gewesen, natürlich, wenn ich meine künstlichen neuronalen Netze nicht mehr löten muss, sondern wenn ich die im
als Computerprogramm schreiben kann, dann kann ich ganz schnell verschiedene Sachen ausprobieren und machen. Und das war nötig, damit die Welt der künstlichen neuronalen Netze vorangekommen ist, damit wir weggekommen sind von Drähten und Elektronenröhren und Transistoren. Aber die Computer waren immer noch langsam. Trotzdem haben die Leute versucht, dieses Konzept dieser rezeptiven Felder und des Zusammenfassens der Erregung umzusetzen auf Computerprogramme, ja, auf künstliche neurale Architekturen. Und der wichtigste Ansatz damals war von Fukushima, das sogenannte Neokognitron, auch ein Kunstname, ja, der irgendwie Perzeptron war schon vergeben, dann hat er es Kognitron genannt und die Weiterentwicklung war dann das Neokognitron. Wie funktioniert das Neokognitron? Das Neokognitron, Sie sehen es hier mal schematisch dargestellt, das hat eine Eingabe, ja, das ist mein Bild, das ich sehen will. Und dann kommen Schichten, die aus Doppelschichten bestehen. Ja, es sind immer Doppellayer, nämlich immer eine S-Schicht und eine C-Schicht. Ja, die S-Schicht, die heißt Simple-Schicht, das ist das rezeptive Feld. Ja, ich habe hier geschrieben, Abbildung des C-Felds, das Ganze, ja, über rezeptive Felder auf eine Projektionsebene. Die Projektionsebene hat Fukushima Plane genannt. Ja, das hier ist eine Plane. Ja, hier, das ist ein Plane auf der S-Schicht. Die Projektion vom Bild auf die Plane geht so, dass quasi das rezeptive Feld zusammengefasst wird zu einem Punkt. Also ein Neuron auf der Plane bildet das ganze rezeptive Feld ab. Wenn ich das mit Drähten mache, ist das relativ klar, dann mache ich einfach einen Draht überall hin und dann kommt das Signal. Wenn ich das programmiere, habe ich natürlich gleich mehr Möglichkeiten. Dann kann ich gleich sagen, ja, ich muss ja nicht einfach das Signal hier drauf schieben, ich kann es ja vielleicht gewichten. Ja, das, was wir ja bisher auch schon immer gemacht haben. Immer wenn wir zwischen zwei Nervenzellen, zwischen zwei Neuronen eine Verknüpfung hatten, haben wir dann ein Gewicht draufgelegt. Und haben immer Output mal Gewicht gerechnet. Und das machen wir jetzt hier auch. Ja, und wenn Sie so ein rezeptives Feld haben, Output mal Gewicht aus dem ganzen rezeptiven Feld auf einen Punkt in der Plane, dann haben wir schon so etwas wie eine Filterung. Denn von dem Muster, das die Gewichte uns hier liefern, hängt natürlich ab, was da hinten tatsächlich ankommt. Wenn das Muster meiner Gewichte gut übereinstimmt mit dem Muster auf meiner Eingabe, dann kommt ein starkes Signal an. Wenn das Muster meiner Gewichte nicht übereinstimmt mit meiner Eingabe, dann kommt ein schwaches Signal an oder gar kein Signal. Das heißt, meine Gewichte können dann auch noch filtern gleich. Und dann hat sich Fukushima gesagt, ja, wenn das so ist, dann reicht aber ein solcher Gewichtssatz nicht aus. Dann brauche ich da mehrere davon. Ja, damit ich unterschiedliche Muster finden kann oder damit unterschiedliche Planes, die dann dadurch entstehen, aufleuchten oder aktiviert werden, wenn unterschiedliche Muster vorne in meiner Eingabe drin sind. Deshalb hat er hier mehrere Planes gemacht. Ja? Das sieht schon alles so ein bisschen aus wie die Tensorrechnerei, die wir jetzt die ganze Zeit machen. Nur, dass es tatsächlich 1980 noch keine Tensor-Hardware gab. Das heißt, man hat da auch noch keine Tensorrechnung gemacht und deshalb hat man das auch nicht als Tensor hingemalt, sondern hat die Planes so untereinander gemalt. Ja, heute wird man sagen, ja, die Planes geben einen dreidimensionalen Tensor. Fertig. Ja, er hat so untereinander gemalt. Das sind die S-Layer. Als nächstes kommen die C-Layer. Ja, die C-Layer, die fassen einfach die Plane wieder zusammen und verkleinern den Input. Ich gehe gerade mal ein bisschen auf die Details. Ja, also, erstmal der S-Layer, habe ich gerade ja schon gesagt. Wir haben irgendein Muster, das hier vielleicht auf dem Input liegt und das wird über Gewichte, so wie im Perzeptron, in der normalen Perzeptronschicht auch, Ausgabe mal Gewicht, gibt hier den Input und zwar die Summe über alle Verknüpfungen. Ja? Eigentlich ganz normales neuronales Netz, künstliches neuronales Netz hier für diese Plane. Für die andere Plane habe ich andere Gewichte. Damit
bekomme ich da ein anderes Muster erkannt als da und da und da und da. Und ich kann im Prinzip so viele Planes machen, wie ich brauche. Ja, die liegen alle nebeneinander. Jetzt kommt die C-Schicht. Was macht die C-Schicht? Die C-Schicht, die macht ein bisschen fuzzy. Ja, die C-Schicht ist einfach so definiert, dass die sagt, dieses Neuron auf der C-Schicht, das ist nicht mit allen Neuronen davor verbunden, aber mit so einem Bereich wieder. Ist wieder so eine Art rezeptives Feld. Ja, also ein Bereich in der S-Schicht gibt mir ein Neuron in der C-Schicht. Und wenn irgendwas leuchtet in diesem Bereich, dann soll das auch leuchten. Ja, und das rumgedreht heißt, wenn eins leuchtet auf der S-Schicht, dann leuchtet natürlich das da drunter, aber dann leuchten die links und rechts daneben auch, ja, weil das hier leuchtet, weil das ja auch nebendran ist und das, weil das auch nebendran ist. Das heißt, ich bekomme auf der C-Schicht einfach das Ding ein bisschen verbreitert, ein bisschen verwaschen, ein bisschen verschwommen. Das ist in Fukushima aufgefallen, dass es sehr wichtig ist, weil sonst würde dieser Mustererkenner nur völlig präzise genau das Muster erkennen, das Pixel genau da kommt. Und sobald da ein Pixel anders ist, würde er das Muster ja nicht mehr erkennen, weil das nicht mehr stimmt. Also dieses Verwischen, was hier stattfindet in dem C-Layer, das sorgt dafür, dass auch Muster erkannt werden, die nicht ganz perfekt passen. Außerdem geht diese C-Schicht nicht auf eine Plane, sondern diese C-Schicht, die sticht durch alle Planes durch. Ja, das heißt, die C-Schicht schaut nicht nur, ob hier genau auf der einen Plane was ist, sondern die schaut auf der nächsten Plane, auf der nächsten Plane, auf der nächsten Plane, auf der nächsten Plane. Also die C-Schicht sticht durch alle Planes durch. Und wenn irgendwo auf einer dieser Planes was ist, dann wird die C-Schicht leuchten. Ja, und zwar auch noch verschwommen. Was macht das jetzt? Ja, was tut das? Das ist hier auch in der Publikation von Fukushima, hat er das versucht zu zeichnen, dargestellt. Nehmen wir mal an, wir bauen in unsere Gewichte für die S-Schicht bestimmte Muster ein. Also zum Beispiel so ein Dreieck. Wir bauen so ein Dreieck ein oder wir bauen so ein Dreieck ein oder wir bauen ein Kreuz ein oder nur einen Strich, der irgendwie schräg ist. Dann wird jedes dieser Muster, das eben eine Plane darstellt oder das eine Plane definiert, wird genau dieses Teilmuster erkennen. Das heißt, es wird eine Plane geben, die zum Beispiel da oben dieses Dreieck am A an der Spitze oben erkennt. Ja, es wird eine Plane geben, die erkennt diese Ecke vom A. Es wird eine Plane geben, die erkennt die andere Ecke vom A. Es wird eine Plane geben, die erkennt unten die Spitze oder das Ende. Und es wird eine Plane geben, die erkennt das andere Ende. Also jeweils eine Plane erkennt eins dieser Teilmuster sozusagen. Und die werden jetzt über die C-Schicht zusammengefasst, dass die wieder auf einer Schicht liegen. Und da ist jetzt noch nicht viel gewonnen, aber wir haben ja mehrere solche Doppelschichten. Das heißt, jetzt kommt eben die nächste Doppelschicht. Und auf der nächsten S-Schicht, da sind wieder Muster drauf. Und da muss jetzt eben ein Muster drauf sein. Ich will diese drei hier, ja, die drei, die da oben das A definieren, die will ich in der Anordnung haben. Ja, die sind ja jetzt alle zusammen auf einer Plane, also die will ich als solche Anordnung haben. Und wenn ich die finde, dann habe ich ein A entdeckt. Das heißt, über mehrere Stufen vom Neokortmikron kann ich tatsächlich auch kompliziertere Muster erkennen, zum Beispiel Buchstaben erkennen, obwohl die einzelnen S-Layer nur Teilmuster erkennen können. Also wunderbar, funktioniert, funktioniert. Fukushima hat es gezeigt, es ist translationsinvariant durch dieses Verwischen. Ist es möglich, wenn dieses Verwischen über mehrere Schichten geht, dass tatsächlich die Buchstaben sich fast über das ganze Bild verschieben können und das Ding erkennt trotzdem noch den richtigen Buchstaben. Es ist skalierungsinvariant, dadurch, dass diese Teilmuster,
die Anordnung der Teilmuster nur gesucht wird, kann das A kleiner sein oder größer sein und es wird trotzdem erkannt. Es ist leider nicht rotationsinvariant. Also wenn ich das A verdrehe, dann stimmen ja diese Teilmuster nicht mehr. Ja, da stimmt dieses Dreieck, das oben in der Spitze ist. Im verdrehten A liegt es so, das wird dann nicht mehr erkannt. Das ist dumm. Aber ist so. Also das hat das Neokognitron nicht gekonnt. Was anderes hat das Neokognitron leider auch nicht gekonnt, nämlich das Problem bleibt, wo kommen denn diese Muster her? Ja, also in der ersten Form ist man eben hergegangen, hat gesagt, ja, ich schaue mal, was ich so brauche. Ja, für ein A brauche ich diese Dreiecke, für ein B brauche ich vielleicht so was Rundes. Ja. Für einen F brauche ich solche Ecken und so weiter. Das heißt, ich kann diese Muster einfach vorgeben, die ich brauche. Das ist für den ersten Ansatz mal ganz gut. Generell ist es nicht so ganz optimal. Ja, man kann auch, das war dann im zweiten Ansatz, diese Muster trainieren, aber man muss trotzdem wissen, welche Muster man sucht. Also ich gebe zwar nicht genau den Filter vor, aber ich trainiere den Filter darauf, bestimmte Muster zu erkennen. Anders ging das leider nicht. Schöner wäre es, man könnte das Ganze per Backpropagation irgendwie von hinten nach vorne komplett durchtrainieren. Das war aber 1980, 1985 nicht möglich. Ja. Wenn ich denke, ich hatte 1985 schon einen Computer, das war ein Motorola 8080 und später eine Z80 CPU. Ich weiß gar nicht mehr, was die für eine Taktfrequenz hatte. Ja, aber es war 8-Bit-Verarbeitung. Man konnte immerhin 16-Bit Speicher, Adressraum adressieren. Ich hatte aber nur 5K Speicher, also mehr als 5000 Byte Speicher. Mit so einem Ding sowas zu trainieren und zu programmieren, das geht nicht. Das ist zu groß. Ja, dann muss man überall tricksen und Sachen vereinfachen. Ein Konzept, das gut ist und das eigentlich funktioniert, aber war insofern seiner Zeit voraus, weil die Computerhardware, die wir damals hatten, hat nicht ausgereicht, um sowas wirklich zum Laufen zu bringen. Aber die Zeit geht weiter. Die Computer wurden sehr schnell schneller, auch zu der Zeit, nicht nur heute. Und 10 Jahre später sieht das Ganze schon ganz anders aus. Ah, da habe ich noch die Zusammenfassung. Das habe ich, glaube ich, alles schon gesagt. Ja? Also, das Neokognitron funktioniert 1980 einfach nicht so gut. Jetzt. Genau. 10 Jahre später. 10 Jahre später haben Leute diese Idee vom Neokognitron weiterentwickelt. Jan LeCun war nicht der Erste, der es gemacht hat, aber Jan LeCun war der, der es so richtig publik gemacht hat und der so richtig der ganzen Welt gezeigt hat, was diese Dinger eigentlich können. Mit dem Gipfel sozusagen zunächst mal der Forschung des LINET 5, das ist hier dargestellt. Ja, wir werden nachher noch ganz genau darauf eingehen, wie das funktioniert. Tatsächlich ist es noch so etwas Ähnliches wie ein Neokognitron. Ja? Wir haben den Input, wir haben Filter, ja? Er hat hier kleine Filter, 3x3 Filter zum Beispiel nur genommen oder 5x5 Filter nur genommen. Mit diesen Filtern Abbildungen gemacht, dann ist man jetzt schon in der Tensordenke drin und ist natürlich dem Jan LeCun auch aufgefallen, dass die Anwendung eines Filters auf eine Matrix mathematisch nichts anderes ist als eine Faltung, auf Englisch eine Convolution. Ja, deshalb heißen die Dinger so. Die Anwendung eines Filters auf eine Matrix oder auf einen Datensatz oder auf eine Funktion ist mathematisch eine Faltung. Deshalb können wir das Ganze einfach hinschreiben. Ja, jeder weiß, was eine Faltung ist. Also sagen wir einfach, wir falten diesen Input mit unserem Filter und bekommen dann was, das hat der Feature Map genannt. Ja, warum? Weil an jeder Stelle, an der der Filter aufleuchtet, leuchtet die Feature Map auf und sagt, hier ist das Feature, also das Musterchen, das kleine Muster, das durch diesen Filter definiert ist. Also, wir haben Input, wir haben die Faltung mit dem Filter, wir haben die Feature Map. Dann
kommt die dahinterliegende C-Schicht, die ist jetzt hier bei mir eine Kunde ganz einfach. Das ist einfach ein Subsampling. Sprich, rechnet einfach das Ding auf die halbe Größe runter. Warum? Ganz einfach. Je mehr Neurone ich hier drin habe, je mehr Datenpunkte, desto langsamer ist es, desto schwieriger ist es zu rechnen. Und wenn ich das auf die halbe Größe runterrechne, habe ich nur ein Viertel so viel Neurone da drin und dann ist das Ganze viel einfacher und schneller. Also, letzten Endes der Grund, einfach um uns das Leben zu vereinfachen. Es wird kleiner gerechnet. Und das Ganze macht er zweimal oder dreimal hintereinander, wieder diese Doppelschichten immer hintereinander dran. Und dann kommt da hinten irgendwelche Neurone raus mit irgendwelchen Aktivierungen. Ja, ein Stapel von Planes. Ja, Fukushima würde ich sagen, ein Stapel von Planes. Jan de Kunt sagt, es ist ein Tensor aus Feature-Matrizen oder Feature-Maps. So viele Feature-Maps, wie ich an der Stelle Filter hatte, das kann ich frei definieren, wie viele ich da haben will. Und jetzt brauche ich natürlich noch was, das muss ich noch interpretieren. Was ist denn da drauf? Und in den allermeisten Fällen ist das eine Klassifizierungsaufgabe. Ja, ich habe hier Buchstaben, also habe ich 26 Buchstaben oder 52 Buchstaben, wenn ich die Großbuchstaben mitnehme. Und das heißt, ich brauche am Ende irgendwie 52 Output-Neurone und je nach Buchstabe soll eben eins davon aufleuchten. Ja, das kennen Sie schon, das normale Multilayer-Perzeptron. Und genau das baut Jan Le Cun jetzt da hinten dran. Das hat Was hier rauskommt als Output, kann ich nicht interpretieren, aber ich nehme das einfach als Input für ein Multilayer-Perzeptron bekannter Art, das war auch damals schon ein alter Hut, und lasse das MLP das hier klassifizieren über zwei oder drei oder vier Schichten und fertig ist es. Also ganz einfach, im Prinzip mit dem, was bekannt war, neu zusammengebaut. Eine neue Art Architektur für ein neuronales Netz. Man könnte sagen, das erste, also LINET 1 war das erste CNN, echte CNN. LINET 5 ist so das erste ganz richtig echte CNN. Das auch heute noch funktioniert und das einfach alles hat, was mit CNN hat. Eins bin ich Ihnen noch schuldig. Wo kommen die Filter her? Ja, wo kommen denn jetzt die ganzen Filter her? Ich habe jetzt drei Schichten von Filtern, die ich hier habe. Die muss ich alle irgendwie definieren. Das kann ich natürlich nicht von Hand machen, so wie Fukushima das gemacht hat, sondern das muss irgendwie von selbst gehen. Und tatsächlich, es geht von selbst. Das heißt, wir trainieren das ganze Ding von vorne bis hinten ganz einfach mit unserer Delta-Regel, also mit unserem Steepest Descent, mit unserem SGD, Stochastic Gradient Descent Optimierer. Und es funktioniert. Ja, man kann nicht nur diesen hinteren Teil hier optimieren mit unserem Optimierer, sondern man kann mit der gleichen Regel, mit dem gleichen Trainingsalgorithmus, kann man auch die Schichten davor optimieren und kann die Filtermatrizen auf die Art und Weise bauen. Das funktioniert tatsächlich. Das heißt, was muss ich tun? Ich muss nur vorne die Bilder reinstecken. Hier, die Bilder, meine Buchstaben zum Beispiel. Durchpropagieren, einmal predict bis nach vorne. Hier den Loss ausrechnen, Kreuzentropie-Loss ausrechnen, den Fehler zurückpropagieren und alle Gewichte aktualisieren und dann werden sie ein bisschen besser als sie vorher waren. Das Ganze oft, 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 oft machen und am Ende werde ich einen Klassifizierer bekommen, der funktioniert und ich werde bekommen Filter, die so sind, dass das, was die filtern, dazu dient oder dienlich ist dafür, dass der Klassifizierer nachher daraus eine Klassifizierung und eine richtige Vorhersage machen kann, was das vorne für ein Buchstabe war. Das funktioniert tatsächlich einfach mit Backpropagation. Ja, könnte man eigentlich fast schon aufhören, ja, wenn wir hier sind. Ich habe jetzt noch einen paar Folien, die nochmal zeigen, wie sich das LINET so verhält. Dann kommt ein kurzer Teil, wo ich Ihnen versuche, nochmal ganz genau zu erklären, wie das mit diesen Filtern eigentlich so ist, ja, damit Sie das auch wirklich verstanden haben, wie das funktioniert. Und dann kommt noch ein größerer Teil, weil
Das ist natürlich noch nicht, das ist 1998, ja, das ist jetzt auch schon über 20 Jahre her. In den 20 Jahren hat sich natürlich was getan, ja, und die Entwicklungen von dort bis heute, was wir an modernen CNN-Architekturen haben, kommt dann im zweiten Teil der Vorlesung. Ja, Jan de Kun hat sein Linet 5 am MNIST-Datensatz ausprobiert, den kennen Sie ja auch schon. Den konnten Sie ja auch mit dem normalen Multilayer-Perzeptron gar nicht so schlecht lösen. Ich glaube, die beste Lösung war so um die 97%, was jemand von Ihnen hinbekommen hat. Sie werden sehen, mit einem CNN sollten Sie in die Größenordnung über 99% kommen. Also weniger als 1% Fehler sollte da zu schaffen sein. Das kann das tatsächlich noch besser. Und genau, Jan de Kun hat auf seiner Homepage, die er freundlicherweise immer noch online hat, seine uralte Homepage aus seiner Zeit damals, hat er so Filmchen gemacht, wo er zeigt, was das Linet 5 ausspuckt. Und da sieht man zum Beispiel, was ist, wenn ich die Größe einer Zahl ändere. Ja, wenn die 4 immer kleiner wird und Sie sehen oben immer den Output und Sie sehen hier drüben, sehen Sie über die drei Schichten von Feature Maps, welche Feature Maps da gerade sind. Ja, und Sie sehen, es gibt Feature Maps, die zeigen irgendwie eine 4 an, aber es gibt auch Feature Maps, die zeigen hier dann, wenn es abstrakter wird, das sind eigentlich nur noch einzelne Punkte zu sehen. Das ist nicht mehr unbedingt eine 4. Also, wenn wir die Größe der 4 ändern, dann kann das Linet trotzdem die 4 noch richtig erkennen. Wenn wir die 4 drehen, dann geht es auch, es geht nicht unendlich, aber es geht erstaunlich weit. Ja, das wundert man sich drüber, dass das Linet, das CNN tatsächlich in der Lage ist, so eine verdrehte Zahl immer noch richtig zu erkennen. Ohne Augmentation, da ist kein Augmentation dabei. Ja, das sind nur die Originalmuster drin. Was hat er hier gemacht? Ja, da schiebt er die durch, Translationsinvarianz. Ich schiebe das durch und guck mal, ab wann erkennt das denn? Wie weit in der Mitte muss denn meine Zahl sein, dass er sie erkennt? Sie sehen, das geht ziemlich gut, egal ob das ganz links im Eck ist oder ganz rechts im Eck ist. Das geht eigentlich immer ziemlich gut. Und unten ist noch ein Beispiel Verzerrung. Also wenn die 4 deformiert wird, geht zu einem gewissen Grade auch, ja, kann relativ stark sogar deformiert werden und erkennt sie immer. Also, das Linet 5, ja, die Seite hier, die ist irgendwo von 1998 oder so. Da war er bei AT&T, ja, da steht oben auch das Logo noch dran. Ja, da war Jan de Kun, war eine Zeit lang bei AT&T in den USA. Er war eine Zeit lang als Postdoc beim Geoff Hinton in Toronto. Der wird uns noch öfters über den Weg laufen. Der weise Herr der künstlichen neuronalen Netze. Und Jan de Kun ist jetzt an der New York University Professor und gleichzeitig der Leiter der AI-Abteilung von Facebook seit ein paar Jahren. Ah, da kommt noch ein Beispiel, genau, und zwar auch ein Versuch, was passiert, wenn da Rauschen drin ist, wenn die Muster teilweise gestört sind. Und man sieht, es geht auch erstaunlich gut. Ja, da kann erstaunlich viel Schwarz drumherum sein und die werden trotzdem immer noch richtig erkannt. Wie sieht das jetzt aus mit diesen Seefeldern? Ja, ein Seefeld heißt, wir haben hier zum Beispiel unsere Retina. Auf dieser Retina haben wir schön quadratisch angeordnet. Bei uns in der Biologie natürlich nicht, aber in unseren künstlichen neuronalen Netzen ordnen wir es natürlich schön rechteckig angeordnet, unsere Input-Neuronen. Und wir haben das Seefeld. Das Seefeld können wir darstellen im Prinzip durch eine Gewichtsmatrix. Ja, wenn wir ein Seefeld von 3x3 haben, dann brauchen wir eine 3x3-Matrix dazu. Da stehen die neuen Gewichte drin. Für die neuen Verbindungen, die zu diesem Neuron führen. Ja, neue Verbindungen führen dahin, die neuen Gewichte stehen da drin. Das gibt uns dann in der Schicht hier natürlich nicht ein Neuron, sondern das gibt uns hier wieder so ein ganzes
so eine ganze Fläche, so eine ganze Projektionsfläche, die im Prinzip genauso groß ist wie die vordere. Ein bisschen kleiner, weil am Rand ein bisschen was fehlt, aber im Prinzip ist sie fast genauso groß wie die vordere. Und von jedem Neuron dieser Projektionsfläche aus gehen eben neun Verbindungen nach vorne auf das entsprechende Sehfeld. Das würde jetzt bedeuten, dass das ja brutal viele Gewichte sind, die wir da haben, weil wir nicht eben 1 zu 1 haben, sondern wir haben neunmal so viele Verbindungen, die wir Gewichte haben. Genau das ist aber nicht der Fall. Und das war die super Idee, die mehrere Leute nacheinander hatten und weiter verfeinert haben und Jan LeCun letzten Endes das umgesetzt hat. Nämlich die Idee war, man könnte doch hergehen und die Zahl dieser Gewichte dramatisch reduzieren. Nämlich, was wäre denn, wenn wir einfach für alle Neuronen auf dieser Fläche die gleichen Gewichte nehmen? Also wir haben nur einen Satz aus neun Gewichten und den wenden wir für alle Sehfelder gleichermaßen an. Was kommt da dabei raus? Kann sowas funktionieren? Ich habe es hier nochmal dargestellt, ja? Das Sehfeld und die einzelnen Neurone, die hier sind. Und von jedem gehen die neun nach vorne. Und wir haben aber nur diese eine Gewichtsmatrix, die für alle eben gilt. Was Sie hier schön sehen, deshalb habe ich es nochmal gemacht, es fehlt natürlich am Rand jetzt ein Pixel. Ja, wenn ich 3x3-Matrix, eine 3x3-Matrix hier habe als Gewichtsmatrix, dann fehlt mir am Rand genau ein Pixel ringsrum. Das heißt, meine Projektionsfläche, die wird ringsrum um ein Pixel kleiner. Das ist ein Problem oder auch nicht von diesen 10ns. Wenn man die baut, muss man eventuell damit rechnen, dass es eben immer so ein bisschen kleiner wird. Man muss sich das auch mal aufschreiben, damit man weiß, wie groß eigentlich das Ding ist noch, das man da gerade innen drin irgendwo in seinem neuronalen Netz hat. Okay, probieren wir es mal aus, was da passiert. Man nennt diese Matrix hier, die nennt man auch Filtermatrix. Das führt uns schon ein bisschen dahin, was das eigentlich macht und was das soll. Und was da unten entsteht, diese Projektionsfläche, das nennt man Feature Map. Sie werden gleich verstehen, warum das so heißt. Wir nehmen mal den Input in schwarz dargestellt, auf dem gerade so ein X hier drauf ist. Das soll alles 0 sein, nur das eine X aus Einsen ist an der Stelle. Dann bauen wir jetzt mal von Hand wieder, so wie wir es mit dem Ohr ganz am Anfang gemacht haben, wir bauen von Hand eine Filtermatrix, also eine Gewichtsmatrix. Die soll so aussehen, wie sie da oben in Rot dargestellt ist. 3x3 groß und dann 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 soll da stehen. Jetzt rechnen wir mal durch. Ja? Also wir legen die Filtermatrix da oben ins erste Eck, multiplizieren immer die übereinander liegenden Pixel und addieren das zusammen. Was kommt da raus? Naja, 1 mal 0, 0 mal 0, 1 mal 0, 0 mal 0 und so weiter. Da kommt 0 raus. Ja, was soll auch sonst rauskommen? Ja, da kommt 0 raus und die 0, die schreibt man in unsere Projektionsfläche an der richtigen Stelle dahin. Jetzt schieben wir unsere Filtermatrix um 1 weiter, multiplizieren wieder. Und was kommt da raus? 0. Ja, das Gleiche. Und jetzt schieben wir unsere Matrix um 1 weiter. Ah, es passiert was? Hier kommt eine 1 auf eine 1. Sehen Sie es? Das heißt, an einer Stelle gibt es eine 1, wir kriegen nicht mehr 0 raus, wir haben jetzt hier eine 1. Ah ja, da passiert also tatsächlich ein bisschen was. Machen wir einfach weiter. Ja? Wir schieben nochmal um 1 weiter. Was passiert jetzt? Ja, jetzt gehen sich hier 1 wieder aus dem Weg, es kommt wieder 0 raus. So, das können wir jetzt weitermachen. Ich schiebe mal ganz weit weiter über ein paar Zeilen durch, damit wir nicht alles einzeln hier durchsprechen und halte dort an, wo mein X genau über dem X liegt, das tatsächlich auf meinem Input ist. Ja, also bis wir genau dort sind, zack. Was kommt jetzt raus? Ja, was steht da? Klar. Ja, da steht 5. Jetzt sind alle 5 passen. Und jetzt schiebe ich mal weiter bis zum Schluss. Dann bekommen wir diese Feature-Matrix da unten. Und diese Feature-Matrix, die besteht fast nur aus Nullen. Nur an manchen Stellen sind Zahlen, die meisten dieser Zahlen sind ziemlich klein.
1, 2 und so, ja, bis auf eine Stelle. An einer Stelle steht eine 5. Ja, wenn ich das farbkodiere mal oder grau kodiere, dann sehen Sie es. Ja, so in der Umgebung unseres Xs, da kommt so ein bisschen Signal, aber genau an der Stelle, wo das X richtig ist, an der Stelle leuchtet so richtig stark das auf. Das bedeutet, was Sie hier sehen, ist, diese Feature Matrix, die zeigt uns an, an welcher Stelle das Muster, das Feature ist, das durch die Gewichtsmatrix definiert wird. Das durch meine Filtermatrix definiert wird. Ja, ich habe also einen Filter, da kann ich irgendein Muster reinmalen und dann mache ich diese Rechenoperation und ich bekomme eine Feature-Matrix und die zeigt mir genau an, an welcher Stelle dieses Muster in meinem Input tatsächlich vorkommt. Und die zeigt es ziemlich punktuell an. Ja? Also es gibt immer so ein bisschen ein Rauschen, hellgrau, noch hellgrau, hellgrau, hellgrau. Aber genau an der Stelle, wo es passt, da ist es richtig, da leuchtet es richtig auf. Das ist das, was uns dieser Filter bringt. Jetzt ist natürlich klar, wenn ich so einen Filter mache, dann kann der eben jetzt dieses eine Kreuz finden. Wenn ich auf meinem Bild keine Kreuze finden will, sondern Vögel, dann nützt mir das hier herzlich wenig. Das heißt, ich muss natürlich das reicht mir nicht, ich brauche mehr von den Dingern. Das ist aber nicht wirklich ein Problem. Ja, ich kann ja einfach mehrere solche Dinge machen und genau das ist das, was man macht. Ich nehme mehrere Filtermatrizen, bekomme dann mehrere Feature Maps. Und jede einzelne Feature Map schaut eben auf ein anderes Muster. In der Praxis nimmt man 64, 128, vielleicht auch 256 von den Dingern, ja? Sodass man tatsächlich wieder relativ viele hat. Die zweite Frage ist, wo kommen die Filter her? Ja, wir hatten uns ja ganz am Anfang auch beim Ohr die Gewichte überlegt, so wie jetzt gerade auch. Aber wir sind dann dazu übergegangen zu sagen, nee, wir nehmen einfach die Lernregel, die Delta-Regel, um diese Filter, um die Gewichte zu optimieren. Und genau das funktioniert hier auch. Wir machen hier nichts anderes. Wir nehmen die gleiche Delta-Regel, den gleichen Backpropagation-Mechanismus, den wir beim Perzeptron auch hatten, um die Gewichte, die auf dieser Filtermatrix drauf sind, zu optimieren. Und das ist irgendwie schon ein bisschen Magie, aber es funktioniert tatsächlich. Also mit diesen einfachen Regeln kann man solche Gewichtsmatrizen, solche Filtermatrizen optimieren. Und die Filtermatrizen werden im Laufe des Trainings tatsächlich genau die Filter erzeugen, die nötig sind, damit das neuronale Netz einen kleinen Loss liefert. Also damit genau der Fehler am Schluss klein bleibt, damit das neuronale Netz das lernt, was wir ihm beibringen wollen. Das funktioniert in der Tat. Jetzt habe ich gerade eine Folie übersprungen, die hole ich jetzt noch nach. In aller Regel, wenn man Bildbearbeitung hat, macht, dann hat man nicht einen Layer Input, der eben einen Grauwert hat, sondern man hat drei Farbkanäle, Rot, Grün, Blau. Das kann man sehr einfach hiermit abbilden. Meine Filtermatrix ist dann nicht eine 3x3-Matrix, sondern meine Filtermatrix ist dann einfach ein 3x3x3-Tensor. Das ist dann ein Würfel, der aus drei Schichten besteht und ich habe eben entsprechend Gewichte für die drei Farbkanäle, Rot, Grün und Blau. Und für mein eines Neuron auf meiner Feature Map muss ich jetzt alle 27 Inputs zusammenzählen. Die werden also nicht irgendwie getrennt verarbeitet oder so, sondern der Filter ist einfach ein dreidimensionaler Tensor und der wird dadurch multipliziert und alle Produkte werden zusammengezählt und es gibt weiterhin nur einen Wert als Wert auf der Feature Matrix. Genau. Das Ganze mathematisch dargestellt, ups, habe ich mir irgendwo einen Kasten hingemalt, den ich da eigentlich nicht brauchen kann. Das ist natürlich wieder so eine Art Skalarprodukt.
dass man auch ganz einfach formulieren kann, die beiden Matrizen, also die Filtermatrix plus das T-Feld, werden mit diesem Skalarprodukt miteinander multipliziert. Es wird natürlich auf die Summe wieder, wie immer, unsere Aktivierungsfunktion angewendet. An der Stelle nimmt man meistens die Relu, weil es einfach am schnellsten geht und sich hier auch am besten bewährt hat. Und berechnet auf diese Art und Weise das durch. Wieder haben wir hier den Vorteil, dass unsere Grafikkarten, die wir in den Rechnern haben, die können das rechnen. Die können genau, das sind wieder, am Ende ist es wieder, also man kann diese Rechenoperation, was mathematisch gesehen eine Faltung ist oder eine Convolution, dadurch haben diese Dinger ihren Namen, man kann diese Convolution zurückführen auf eine einfache Matrixmultiplikation. Naja, einfach ist sie nicht. Es gibt ziemlich große Matrizen, die sparse sind, also die dünn besetzt sind. Da muss man ziemlich tricksen, um das machen zu können. Aber das geht in den Grafikkarten, die können das. Also diese ganze, für diese gesamte Multiplikation, beziehungsweise für diese Faltung, für diesen Filtervorgang, gibt es von Nvidia zum Beispiel eine CUDA-Funktion, die das macht. Fertig. Ja, da braucht man gar nichts implementieren. Man sagt einfach Conf4, so heißt die Funktion bei CUDA, und dann multipliziert die einem das durch und liefert einem die Feature-Matrix. Beziehungsweise, Sie ahnen, sie liefert einem nicht eine Feature-Matrix, sondern sie liefert einem gleich ganz viele Feature-Matrizen wieder auf einmal. Ja, deshalb ist das Ganze dann wieder so schnell. Sonst könnten wir das tatsächlich nicht schaffen. Gut. Was kommt als nächstes? Irgendwie müssen wir in unseren neuronalen Netzen ja immer von dem großen Dinger mit vielen Neuronen Input, der aus ganz vielen Neuronen besteht, runterkommen auf ganz wenige Output-Neuronen. Ja, wenn wir 1-0 Output haben, brauchen wir bloß ein Output-Neuron oder vielleicht zwei. Oder bei MNIST haben Sie gesehen, da haben wir 10 Output-Neurone gehabt, dass wir für jede Ziffer quasi ein Output-Neuron hatten. Über 700 Input-Neurone, aber nur 10 Output-Neuronen. Das heißt, unser neuronales Netz muss irgendwie immer so Trichterform haben, damit die Zahl der Neurone gegen Ende verkleinert wird. Und da gibt es, wie machen wir das hier? Wie können wir unsere CNN-Schichten, unsere Convolutional-Schichten, wie können wir die kleiner machen? Der Trick heißt Pooling, beziehungsweise, na, es gibt eigentlich zwei Möglichkeiten. Üblicherweise macht man Pooling, aber man könnte es auch anders machen oder man kann es auch anders machen und manchmal ist es auch sinnvoll. Und zwar die einfachste Möglichkeit, die Feature Map kleiner zu machen, wie die Ausgangsschicht, ist, wir gehen einfach mit unserem Filter nicht in Einzelschritten weiter, sondern wir machen einen Stride, also die Schrittgröße, die Größe, mit der wir schreiten, die machen wir größer, wir gehen gleich einen großen Schritt weiter. Zum Beispiel könnte man sagen, wenn es 3x3 groß ist, dann gehen wir um 3 weiter. Oder wir gehen immer um 2 weiter, zum Beispiel. Wenn wir jedes Mal um 2 weiter gehen, bevor wir wieder multiplizieren, dann bekommen wir eine Feature Map, die ist automatisch einfach nur halb so groß wie das ursprüngliche. Ja? Geht relativ billig. Möglichkeit Nummer 1. Möglichkeit Nummer 2. Wir machen nach der Faltung, nach der eigentlichen Convolution, ein sogenanntes Pooling, indem wir die Feature Map einfach verkleinern. Ja, wir rechnen einfach die Feature Map auf halbe Größe runter, zum Beispiel. Kein Problem. Was einem als erstes einfällt, ist, na gut, dann machen wir halt den Mittelwert. Wir haben 4 Pixel und machen ein Pixel aus den vieren mit dem Mittelwert. Das ist aber in dem Fall nicht so gut. Weil was enthält denn unsere Feature Map? Unsere Feature Map enthält irgendwie so Graurauschen und dann einzelne Peaks an den Stellen, wo das Feature war. Wenn ich das jetzt immer über 4 den Mittelwert rechne, dann ist nachher mein Peak ja weg. Ja, dann rechne ich meinen Peak kleiner. Und dann erkenne ich in der Schicht nicht mehr, wo das Feature war. Und das ist natürlich dumm. Deshalb machen wir das anders. Wir machen hier ein Max-Pooling, was nichts anderes heißt als, wir gucken für immer für 4 Pixel, was ist der größte Wert von den 4 und den größten Wert, den übernehmen wir statt der 4 Pixel. Ja, das ist so ähnlich wie einfach kleiner gerechnet, aber wir erhalten immer den größten Wert. Auf die Art und Weise bleibt das Signal
dass das Ding uns ja mit viel Mühe ausgearbeitet hat, das bleibt auf die Art und Weise erhalten. Und das ist ja das, was wir brauchen. Ja, deshalb ist typischerweise nach der Convolution eine Max-Pooling-Schicht, die unsere Map kleiner macht. Und dann können wir auf die verkleinerte Feature Map wieder Filter drauflaufen und da wieder quasi schauen, welche Muster bilden denn die Features auf meinen Feature Maps. Und das können wir mehrfach machen und auf diese Art und Weise bekommen wir so ein trichterförmiges CNN, das immer kleiner wird, dass wir am Ende dann in einen Klassifizierer stecken können und wieder eine normale Klassifizierung machen können. Wie dieses Kleinermachen funktioniert und wie man da Objekte drauf erkennen kann und wie das neuronale Netz da Objekte drauf erkennen kann, das möchte ich Ihnen jetzt an der Tafel hier mal kurz zeigen. Ja, im Skript haben Sie auch so eine Vorlage, wo Sie das reinzeichnen können. Ich habe mir mal so ein kleines Beispielchen ausgedacht, anhand von dem ich Ihnen gerne zeigen würde, wie ein paar vortrainierte Filter tatsächlich auf ein Bild arbeiten, was da so passiert. Also wir fangen mal an mit einem Bild, zum Beispiel ein Gesicht. Ja, ich habe ein Gesicht, das zum Beispiel so aussieht, das hat zwei Augen, eine Nase und einen Mund. Jetzt haben wir Filter. Die erste Filtermatrix könnte zum Beispiel sein, eine Filtermatrix, die so einen Punkt in der Lage ist zu erkennen. Ich mache das mal rot. Ja, das soll keine Farbe im Bild sein, sondern nur zeigen, dass das die rote Filtermatrix sozusagen ist, dass wir die auseinanderhalten können. Eine zweite. Machen wir gleich noch eine dritte drunter. Ja, die zweite mache ich blau, das sage ich, die soll so einen schrägen Strich enthalten. Und die dritte mache ich grün, das sage ich, die soll so einen schrägen Strich enthalten. Ja, das soll quasi soll meine Filtermatrizen sein. So, jetzt baue ich Feature Maps. Ja, ich kriege also eine rote Feature Map aus meinem roten Filter. Die Feature Maps sind ungefähr so groß wie meine Bilder vorne. Also eine rote Feature Map, eine blaue Feature Map und eine grüne Feature Map. Was ist jetzt auf der roten Feature Map drauf? Ja, wir fahren mit dem roten Filter über unser Bild drüber. Und wir haben vorher gesehen, dort, wo das Muster auf dem Bild perfekt übereinstimmt mit dem Filter, dort leuchtet es am stärksten auf. Also bekommen wir an den Stellen, an denen wir da die Punkte haben, upsala, was soll denn das immer, bekommen wir da auch die Punkte. Wir bekommen vielleicht noch so ein bisschen Rauschen drumherum, aber ganz stark bekommen wir auf jeden Fall die Punkte, die es dort auch gibt. So, jetzt gehen wir zum Blauen. Wir fahren mit unserem Feature Map Blau über unser Bild drüber. Mit unserem Filter Blau über unser Bild drüber. Und überall dort, wo ein Muster ist auf dem Bild, das exakt übereinstimmt mit dem blauen schrägen Strich, da bekommen wir hier den maximalen Output und das ist irgendwo hier. Ja, wir bekommen nicht einen schrägen Strich, sondern wir bekommen an der Stelle, an der der schräge Strich genau übereinstimmt
mit einem schrägen Strich auf dem Ursprungsbild, da bekommen wir hier den Punkt. Ja, den Mund, der passt nicht so ganz genau. Ja, dann lassen wir Krieger vielleicht so ein bisschen gekrissel an der Stelle auch. Aber ganz stark an der einen Seite von der Nase. Und jetzt machen wir das gleiche mit dem Grün. Und da passiert natürlich Folgendes, da bekommen wir irgendwo hier diesen Punkt. Ja, und irgendwo da, wo der Mund ist, bekommen wir vielleicht ein bisschen gekrisselt. So, das sind die Feature Maps. Und jetzt sehen Sie, warum das Feature Map heißt, weil da ist eben nicht die Form drauf, die wir gesucht haben, also der schräge Strich zum Beispiel, sondern da ist nur die Stelle markiert, an der diese Form, die auf dem Filter drauf ist oder aus der der Filter besteht, die Stelle, die ist markiert. So, jetzt machen wir Pooling. Ja, jetzt wird gepoolt. Das heißt, alle drei, achso, ich wollte das rot machen. Das ist auch rot. Alle drei Feature-Matrizen werden jetzt auf die halbe Größe zusammengefasst. Also es ist doch nicht rot, ich wollte es doch rot haben. Ja, also die erste, dann blau, die zweite, und dann in grün die dritte. Und wir machen Max-Pooling, das heißt, die Signalstärke unserer Features, die bleibt vollständig erhalten. Die Signale werden nicht abgeschwächt, es wird nur verkleinert. So, jetzt kann ich hergehen und diese Feature-Matrizen hintereinander legen. Ja, wir machen immer noch Tensorarithmetik. Das heißt, wir bauen jetzt aus diesen Feature-Matrizen einen Tensor auf, der in der ersten Schicht sozusagen die rote Matrix hat, in der zweiten Schicht die blaue Matrix, in der dritten Schicht die grüne Matrix. Also ein dreidimensionales Array wieder ist. Und da sind jetzt jeweils die entsprechenden Features drin. Ja, ich male es mal rein. Ich male jetzt mal quasi von oben drauf, wie das aussieht. Auf der roten Schicht sind diese beiden, leuchten diese beiden. Auf der blauen Schicht, da leuchtet der. Auf der grünen Schicht, da leuchtet der. Ja, wenn wir jetzt von oben, Sie verstehen es, wie ich es gemeint habe. Ja, ich denke, Sie verstehen es, wie ich es gemeint habe. Ja, wir schauen jetzt von oben rein in diesen Tensor und sehen auf der obersten Schicht die beiden roten aufleuchten, auf der mittleren Schicht das, was in blau ist, aufleuchten, auf der grünen Schicht das, was in grün ist, aufleuchten. Also die Farbe gibt die Tiefe an, in der das entsprechende Signal sitzt. So, und jetzt brauchen wir einen neuen Filter. Ja, jetzt brauchen wir einen neuen Filter, und zwar brauchen wir den Filter. Wir haben ja jetzt einen dreidimensionalen Input sozusagen. Das heißt, wir brauchen einen Filter, der auch dreidimensional ist. Nämlich der aus drei Schichten besteht. 1, 2, 3, das ist nicht gut, wie ich das mal. Nochmal neu malen. Ja, drei Schichten, 1, 2, 3. Davon ist wieder eine, quasi die vordere ist die rote, die mittlere ist die blaue, die hintere ist die grüne. Und der Filter sieht so aus, dass ich auf der ersten Schicht, was macht er denn? Dass ich auf der ersten Schicht
zwei Punkte haben will. Ich will auf der mittleren Schicht etwas tiefer hier etwas aufleuchten haben und ich möchte auf der letzten Schicht ganz hinten da was aufleuchten haben. Also wieder das Grüne ist einfach ganz hinten, das Rote ist ganz vorne, das Blaue ist in der Mitte. Das ist meine dreidimensionale Filtermatrix, die ich habe, oder mein Filtertensor. Ja, ich habe jetzt hier einen dreidimensionalen Filtertensor. Und den Filtertensor, den wende ich jetzt an auf meinen gepoolten Filtermatrix-Tensor. Und was bekomme ich raus? Ich bekomme eine neue Feature Map raus, eine neue Feature Map, die wieder ungefähr so groß ist wie meine Ursprungsmap und die genau dann aufleuchtet, wenn an der Stelle, an der auf der vordersten Ebene zwei Punkte aufleuchten, auf der mittleren Ebene da einen Punkt aufleuchten, auf der hinteren Ebene da aufleuchten. Und das passiert genau einmal. Ja, das heißt, dieser Filtertensor, der macht mir eine Feature Map und die leuchtet jetzt genau an der einen Stelle. Und das heißt, hier ist das Gesicht. Ja. Die Feature Map, die ich hier bekomme, die erkennt Gesichter und die zeigt mir sogar an welcher Stelle von meinem Input das Gesicht ist. Ja, genau in der Mitte jetzt in dem Fall. So funktioniert das. Jetzt habe ich das noch nicht, habe ich noch keinen Output, ja? Sondern ich habe nur eine Feature Map, die mir anzeigt, an welcher Stelle das Gesicht ist. Wie komme ich dazu zu einem Output? Das ist relativ einfach. Ich habe hier leider nicht mehr wirklich Platz. Ich probiere es mal ganz knapp zu machen. Man klopft dann diese Feature Matrix oder die vielen Feature Matrizen, die man normalerweise an der Stelle hat. Man klopft die platt, das heißt, man reißt die auseinander und macht einfach einen langen eindimensionalen Vektor draus, wo dann jetzt hier eins davon aufleuchtet. Irgendwo ist der Punkt geblieben. Das ist egal, wo das neuronale Netz lernt, wo das ist. Ja? Das kann das neuronale Netz selber lernen. Und das ist jetzt einfach nur ein Vektor, den kann ich ganz normal in einen Perzeptron reinstecken und einen normalen Perzeptron-Klassifizierer da hinten dran bauen, der dann zum Beispiel 1,0 ausgibt, ist auf dem Bild ein Gesicht drauf oder ist kein Gesicht drauf. Wieder die Frage, wo kommen jetzt diese Filter her? Wo kommt diese Punkt Schrägstrich Schrägstrich her? Wo kommt dieser komplizierte Filter her? Hier der Filtertensor, der nachher das ganze Gesicht erkennt. Das kann man tatsächlich einfach mit der Delta-Regel und mit Backpropagation trainieren. Also wenn man dieses Ding trainiert und am Ende nur vorgibt, ja, auf dem Bild ist ein Gesicht, nein, auf dem Bild ist kein Gesicht, dann wird das neuronale Netz diese ganzen Filtermatrizen so optimieren und so manipulieren, dass am Ende genau die Filter entstehen, die nötig sind, um die Aufgabe erfüllen zu können. Das ist ein 10N, was Sie hier sehen. So, jetzt wissen Sie, wie ein 10N funktioniert. Wenn Sie es nicht wissen, dann schauen Sie es sich nochmal an und versuchen Sie sich das selber aufzumalen und rumzutüfteln, bis Sie verstanden haben, wie es funktioniert. Ja? Hier ist nicht Karteikartenlernen angesagt, sondern selber machen und verstehen. Falls Sie es am Ende immer noch nicht verstanden haben, melden Sie sich bei mir, dann bekommen Sie auch nochmal eine individuelle Erklärung. Überhaupt kein Problem. Wir sind ja nicht bei YouTube, sondern an der Hochschule. Okay. Bevor Sie jetzt mit einem Framework 10Ns machen können,
müssen Sie wissen, wovon die im Framework eigentlich reden. Es gibt so bestimmte Begriffe, die man für alles hier benutzt: Kernel, Stride, Padding, Dilution und so weiter. Und die möchte ich Ihnen jetzt noch kurz erklären, weil wenn Sie das nicht wissen, dann verstehen Sie auch die API-Doc vom Framework nicht. Also, ich gehe mal kurz an den Rechner und Sie zücken auch den Stift, um das hier im Skript mitzuschreiben. Was ist der Kernel? Als Kernel bezeichnen wir bei CNNs die Größe des Seefelds, ja, die Größe des Filters. Mal gucken. Ja, das ist Größe des Filters. Größe. Ja, zum Beispiel 5 mal 5 oder sowas. Die Kernels haben meistens ungradzahlige Größe, 3 mal 3, 5 mal 5, 7 mal 7. Warum? Weil, wenn der ungeradzahlig ist, dann ist der Rand, der ringsum abgeschnitten wird, immer schön gleich. Ja? Wenn Sie einen 5, 3 mal 3 Filter haben zum Beispiel, dann wird genau ein Pixel ringsum abgeschnitten. Ja, dann kann man sich sehr leicht vorstellen, wie die Schichten aussehen. Das ist einfach wieder keep it knee high to a grasshopper, also einfach aufbauen. Man kann natürlich das alles beliebig kompliziert machen. Man kann auch Kernels machen, die nicht quadratisch sind. Funktioniert alles, ist auch manchmal sinnvoll, macht aber eben die Sache komplizierter. Und wenn man es nicht mehr versteht, was das neuronale Netz macht, weil es zu kompliziert ist, dann ist ganz schlecht. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das neuronale Netz auch überhaupt nicht das macht, was man will, gar nicht so klein. Also, als Kernel bezeichnet man eben auch die Größe des Filters. Stride hatte ich vorher schon mal angesprochen. Das heißt, um wie weit verschieben wir den Filter bei jedem Schritt. Standard ist Stride 1, also Schrittgröße. Standard ist 1,1. Das bedeutet, es wird einfach immer um 1 verschoben. Man kann auch 2,2 machen, dann bekommt man quasi, dann spart man sich das Pooling, weil man direkt den Feature Map bekommt, die nur halb so groß ist. Oder wenn man sehr große Input-Bilder hat, also wenn Sie ein Input-Bild haben, das irgendwie 4000 mal 4000 Pixel groß ist, dann haben Sie entweder die Möglichkeit, vielleicht bevor Sie trainieren, Ihre Inputs klein zu rechnen. Kann man machen. Oder Sie können auch sagen, oh, ich nehme einfach einen Stride 4 zum Beispiel. Dann wird sofort nur jedes vierte Pixel genommen und Sie haben de facto einen verkleinerten Input. Das kann durchaus sinnvoll sein, wenn Sie zum Beispiel ein neuronales Netz irgendwie direkt mit Daten füttern, die aus einer Kamera live kommen und Sie da keinen Filter mehr dazwischen schieben können. Irgendwie sowas. Ja, kann durchaus sinnvoll sein. Was ist Padding? Padding ist die Erweiterung des Randes, denn wir haben ja gesehen, ja, wenn das ja mein Filter ist, dann ist meine Feature Map nachher kleiner, die geht nur. Ist außen abgeschnitten. Das ist manchmal ein bisschen blöd, weil man dann eben bei komplizierteren neuronalen Netzen nicht mehr so richtig weiß, wie groß sind jetzt eigentlich meine Feature Maps, die ich da habe. Das ist keine gute Sache. Man kann das umgehen, indem man ein Padding macht. Das heißt, man hängt außen die Pixel dran, die nachher abgeschnitten werden. Ja, wenn ich hier jetzt ein Padding 1 mache, dann mache ich das erstmal größer und meine Feature Map ist dafür nachher genau gleich groß, wie mein Input war. Man muss aufpassen beim Padding, man kann natürlich einen bösen Bias reinbringen. Ja, wenn ich Bilder habe, wieder zum Beispiel, und mein Bild ist in der Nacht fotografiert und oder ist bei Tag fotografiert so rum und ist ganz hell und ich mache hier Nullen außenrum, dann ist das ganz dunkel, dann kriegt das einen schwarzen Rand. Und der schwarze Rand wird natürlich vom neuronalen Netz als Muster erkannt. Dann wird das neuronale Netz ganz stark versuchen, diesen schwarzen Rand zu lernen, der aber
gar nicht in ihren Daten drin ist, ja, weil der ja künstlich ist. Das heißt, sie müssen aufpassen, ob das mit dem Padding geht oder nicht. Bei Datensätzen wie MNIST ist es überhaupt kein Problem. Die sind außen eh weiß. Und wenn sie da noch mit weiß dran padden, dann passiert überhaupt nichts. Ja, also sage ich Erweitern des Randes. Genau. Dilution ist auch eine Möglichkeit. Dilution heißt übersetzt Verdünnung. Verdünnung bedeutet, normalerweise berechne ich ja meine ganze Filtermatrix. Ich könnte mir auch eine Filtermatrix ausdenken, die zum Beispiel so aussieht, dass nur jede zweite Zelle meiner Filtermatrix besetzt ist mit einer Zahl. Das heißt, ich habe zwar eine Filtermatrix, die hier jetzt 4x4 groß ist, also eigentlich 16 Gewichte hat, ich schreibe da aber nur 8 Gewichte rein. Und Sie sehen, eventuell macht es am Ergebnis gar nichts, weil ich trotzdem die ganze Fläche abdecke und trotzdem alle Informationen mitbekomme. Also Dilution ist auch noch eine Möglichkeit, die Zahl der Gewichte im neuronalen Netz kleiner zu machen, ohne dass ich tatsächlich Informationen verliere. Es ist ja gar nicht so selten nötig, dass ein neuronales Netz nachher in der Anwendung sehr schnell ist, wenn man in Echtzeit ein Videosignal zum Beispiel bearbeiten will oder sowas. Und da kann es eine gute Idee sein, mit Dilution die Zahl der Gewichte zu verringern und damit einfach das neuronale Netz schneller zu machen. Halb so viel Gewichte heißt, es geht doppelt so schnell. Das ist eben tatsächlich ein Unterschied. Ja? Also Dilution, unvollständige, was haben wir, Verdünnung. Der Filtermatrix. So, dann gibt es natürlich immer auch noch den Bias. Das gilt hier, wir machen ganz normales Backpropagation, ganz normales wie sonst auch. Das heißt, wir haben einen Bias und wir haben eine Aktivierungsfunktion wie beim NLP. Ja, wir haben wieder hier unser Fan-in zum Neuron, die Summe aus allen Inputs. Gibt unser Net-Input vom Neuron und die Aktivierungsfunktion angewendet auf diesen Net-Input. Beziehungsweise, wenn ich schon den Bias dastehen habe, dann schreibt man das hier anders. Sorry, dann schreibt man Net Input ist gleich die Summe aus den Inputs plus den Bias. Genau. Ja, dann haben wir den Bias explizit gemacht. So wie im Programmierbeispiel das auch geschrieben war. Okay, dann sind wir jetzt bei der grundlegenden CN-Architektur. Da komme ich mal wieder zu Ihnen. Das haben Sie ja schon gesehen. So kann ein CNN jetzt aussehen. Wir haben unser Input. Der kann aus mehreren Schichten bestehen. Das kann im Prinzip, das kann ein eindimensionales Array sein. Das kann ein Bild sein, zweidimensional. Das kann ein Drei-Farben-Bild sein. Dann ist es ein dreidimensionales Array, ein dreidimensionaler Tensor. Das ist auch nicht auf drei beschränkt. Ja, Sie können, wenn Sie irgendwelche Daten haben, die mehr Layer haben, kein Problem. Sie können auch vierdimensionale Tensoren als Input nehmen, ist kein Problem. Das geht alles mit dem gleichen Formalismus ohne weiteres. Sie müssen dann eben entsprechend hochdimensional Ihre Filter auch wählen, das ist klar. Ja. Dann kommen diese Convolutional Layers, diese Konfschichten und typischerweise macht man immer eine Konfschicht und eine Pooling-Schicht abwechselnd.
Ja, es gibt auch Frameworks, die bieten sowas direkt an, dass man sagt, ich möchte eine Konfschicht und dann kann ich Pooling ja, nein dazu sagen und dann macht er gleich das Pooling mit. Es kann durchaus Sinn machen, auch mal zwei Konfschichten untereinander zu machen ohne Pooling. Ist aber ein spezieller Fall. Also Standard ist einmal Convolution, einmal Pooling und dann wieder Convolution, Pooling, Convolution, Pooling. Und das kann man mehrfach machen. Man muss dann aufpassen, wie klein das Zeug durch das Pooling wird. Ja, bei MNIST haben sie nur 28 mal 28. Wenn sie einmal poolen, haben sie 14 mal 14. Wenn sie nochmal poolen, haben sie 8 mal 8. Wenn sie auf die 7 mal 7, ja, haben sie nur 7 mal 7 Neurone. Wenn sie dann darauf nochmal einen Filter anwenden, der links, ringsrum 2 Pixel abschneidet, dann haben sie nur noch 5 mal 5. Das heißt nur noch 25 Neurone für die übrig bleiben für von einem Bild, von einem Muster. Also das kann, da müssen Sie aufpassen, dass Sie nicht zu klein werden, weil irgendwann stürzt dann vielleicht euer neuronales Netz ab, wenn es zu klein wird und gar nicht mehr aufgeht. Ja. Am Ende von von dem eigentlichen CNN sind die, ich male das hin, wenn wir schon gerade da sind, können wir das machen. Also hier. Das ist im Prinzip, was da drüber ist, das ist im Prinzip ein, sagen wir mal auf Neudeutsch, ein Feature-Extraktor. Ein sehr mächtiger Feature-Extraktor. Ja, der sucht, der optimiert Muster, die er finden kann in ihren Bildern, die günstig sind für eine spätere Klassifizierung und er extrahiert die auch, das heißt, er sucht auch, wo, an welcher Stelle, in welchem Bild ist dieses Muster vorhanden, ist dieses Feature vorhanden. Diese ConfLayer machen noch keine Klassifizierung, ja? Die saugen quasi, oder die erkennen nur die Muster, die Features. Das heißt, unten drunter, hier brauchen sie noch den Klassifizierer. Und der Klassifizierer, der ist natürlich nichts anderes als ein stinknormales Multilayer-Perzeptron. Ja, an der Stelle reißen wir unsere Feature-Matrizen auseinander, machen einen langen Vektor draus und dann kommt einfach ein ganz normales Multilayer-Perzeptron, das wiederum auch trainiert wird per Backpropagation aus diesem Input-Vektor, der hier nach der Feature-Extraktion entstanden ist, eine Klassifizierung macht und sagt, ah, dieser Vektor zeigt, dass da ein Gesicht drin ist oder dieser Vektor zeigt, dass da kein Gesicht drin ist. Gut, das ist unser confnet.js hier. Und zwar sehen Sie hier, man kann das neuronale Netz hier definieren, hier als Text die Layer anlegen. Und Sie sehen, das ist ein Linet. Ja, wir haben Input, Convolution Layer, Pool, Convolution Layer, Pool, Convolution Layer, Pool. Und dann hat er sogar hier jetzt komplett verzichtet auf den Klassifizierer hinten dran, sondern hat den kleinstmöglichen Klassifizierer gemacht, nämlich nur einmal auf die 10 Klassen runter. Das heißt, wir haben hier am Ende tatsächlich schlicht und ergreifend einen linearen Klassifizierer. Ja, das ist ein multilinearer Klassifizierer, der sich im Prinzip so verhält wie eine Logit-Regression, die hier gerechnet wird. Eine Logit-Regression über 10 Klassen. Und das läuft hier schon. Ich habe das schon eine Weile laufen lassen, damit man schon ein bisschen Training sieht, ja, damit das Ganze nicht einfach nur Unsinn produziert. Und Sie sehen, hier wird immer eine Mini-Batch der Größe 2. Ja, das läuft hier bei mir auf dem Laptop im Browser, also allzu viel darf man sich nicht erwarten davon. Ja. Eine Mini-Batch der Größe 2 wird immer mit verwendet. Dann kommen hier die Aktivierungen der Neurone auf den Feature Maps für das aktuelle Bild.
Er zeigt auch die Gradienten an, die berechnet werden. Ja, das heißt, das sind die Stellen, wo Training stattfindet. Grau ist jetzt in dem Fall 0, weil das von minus 1 bis plus 1 geht. Ja, das heißt, Sie sehen, an manchen Stellen werden die Gewichte vergrößert oder verkleinert. Das sind die Gewichtsmatrizen selber und die Gewichtsgradienten. Dann sind wir in der nächsten, dann kommt ReLU, Anwendung von ReLU. Sie sehen, was ReLU macht, da ReLU auf der linken Seite ja immer 0 ist, bügelt uns ReLU einen Teil der Aktivierung einfach weg. Ja? Sobald ich links vom Schwellenwert bin, ist ReLU 0 und dann ist schwarz. Ja? Und nur auf der rechten Seite ist was. Das wird im Laufe des Trainings besser werden, weil der Bias sich ja so adaptiert, dass das, was wichtig ist, dann hier noch zu sehen ist, dass also nicht einfach alles verschwindet, logischerweise. Ja, dann wird wieder gepoolt. Die sehen gleich aus, die gepoolten, nur in kleiner. Ja, ist genau das gleiche, nur in kleiner. Dann kommt die nächste Convolution. Da sehen Sie wieder die Aktivierungen. Und so weiter und so weiter und so weiter. Und ganz am Schluss kommt hier. Das ist der Output Layer, das sind die rohen Aktivierungen des Output Layers. Ja, und Sie sehen, da kommen eben irgendwelche Werte raus. Und dann kommt die Softmax-Funktion drauf und die Softmax-Funktion, die verstärkt die Unterschiede zwischen klein und groß. Da sehen Sie, dass in aller Regel 1 ganz stark aufleuchtet, sehr viel stärker als die anderen. Und jetzt hat er hier ein paar, solange ich geredet habe, auch schon durchgerechnet. Und Sie sehen immer die Top 3. Softmax-Werte und in grün ist immer der richtige. Ja, das heißt, der grüne sollte immer oben sein. Ja, und Sie sehen hier zum Beispiel das Pferd nicht oben, also hier hat er gemeint, das sei ein Rotwild. Ja, könnte vielleicht auch ein Reh sein. Also das hier Pferd und Reh auseinanderzuhalten ist nicht so einfach. Das hier ist kein Truck. Weiß man nicht, warum das neuronale Netz hier einen Truck erkennt. Hier, das ist auch kein Pferd. Also, das ist nicht super gut trainiert hier, läuft nur im Browser, aber man kann hier natürlich wunderschön sehen, was passiert. Und Sie können auch eigene neuronale Netze bauen, indem Sie hier einfach Ihre eigenen Layer definieren und mal ein eigenes neuronales Netz ausprobieren und dann schauen, wie verhält sich denn das denn, was passiert denn da. Also, confinet.js, spielen Sie selber noch ein bisschen mit rum. Das macht auch Spaß und ist lehrreich. Viel Spaß damit. Ja, das war der erste Teil unserer Vorlesung. Solange hier confinet.js vor sich hin arbeitet und hoffentlich immer weniger Fehler macht, kann ich noch ein paar Worte sagen. Jetzt wissen Sie, wie die 10 Ns funktionieren. Und damit können wir jetzt eigentlich auch wirklich schon alles machen, was wir machen müssen. Das Einzigste, was jetzt noch fehlt, und das wird unser nächstes Thema sein, ist, wie kann man aus diesen Bausteinen, die Sie jetzt kennen, die verschiedenen Arten von Layern, die Aktivierungsfunktionen, die Convolutions und so weiter, wie kann man da vielleicht noch schönere Architekturen bauen? Sie brauchen gar nicht viel Neues dazu. Wir werden nur diese Bausteine nehmen, um vielleicht noch andere Architekturen zu bauen, die dann tatsächlich auch noch eine Ecke besser sind als so ein ganz normales Linet. Immerhin, was hier läuft hinter mir, ist im Prinzip ein Linet 5. Ja, 1995. Das heißt, es ist 25 Jahre alt. Muss man sich mal vorstellen. Ja. Das ist 25 Jahre alt. Wenn Sie heute sowas machen, als Bachelorarbeit zum Beispiel, in irgendeiner Nicht-Informatik-Anwendungsdomäne, da sind die Leute begeistert und dann werden sie gefeiert als der KI-Experte schlechthin. Das ist 25 Jahre alt. Mehr sage ich nicht dazu. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.